Hallo und willkommen zurück zu The Longest Journey Dreamfall. In einer neuen Folge, immer noch mit Nachsynchronisation. Was tun wir mit ihm? Er wurde innerhalb des Ghettos erwischt, als er an die magischen Medizin verkaufte. Weißt du, was das ist? Verrat! Verrat gegen das Imperium. In Sardia würden sie dich dafür köpfen. Innerhalb einer Sekunde. Alle Menschen, die sich mit den Magischen abgeben, sind Verräter an ihrer eigenen Rasse. Aber das garantiert keine Verabredung mit der Klinge hier in dieser göttinlosen Stadt. Doch wir werden einen Weg finden, dich nach Sardia zu verschiffen. Los! Ja, sie schüttelt da nur den Kopf. Es ist schon mies, was die da mit den Leuten machen, und sie sind gerade verschwunden. Das ist schön. Okay. Auf geht's zurück zu dem Händler, denn wir brauchen ja immer noch die Gewürzmischung, damit wir endlich diesen Gewürzwein bekommen und dann den Aufenthaltsort von der Magda erfahren. Ladebildschirm. Und hier sind wir wieder beim Journeyman Inn vorbei. Kümmern Sie sich nicht um mich, guter. Ja, vorbei hier am armen Bettler, der gar nicht so blind ist, wie er scheint. Und hier ist auch der Händler. Hallo! Was im Namen von Mojal willst du? Ich meine, im Namen der Sechs. Ich bete Mojal nicht an. Ich habe noch nie etwas von dem Scheißkerl gehört. Hör mal, ich... Ihr Götter. Ich meinte Göttin. Es gibt ja nur die eine. Gesegnet sei ihr Name und so weiter. Du bist so unleidlich. Hör mir zu. Ich habe mit dem Gewürzhändler am südlichen Markt gesprochen. Er wird warten müssen, bis sie das Ghetto wieder öffnen. Wie jeder andere auch. Nun, er schickte mich, um die Lieferung Mrs. Mullins Spezialgewürze für ihn zu holen. Was? Nein. Es... Okay, es ist eigentlich nicht erlaubt, aber ich hoffe, dabei zu sein. Für einen angemessenen Preis. Er sagte, dass es bereits bezahlt sei und dass du versuchen würdest, mir nochmals Geld dafür abzunehmen. Bei allen Göttern. Sag ihm, dass wir es erledigen werden, sobald ich da unten ankomme. Vergiss nicht, es könnte eine Weile dauern. Es sieht nicht so aus, als ob sie das Ghetto bald wieder aufmachen. Es tut mir leid, aber er sagte, dass er die Gewürze gleich braucht. Er hat nichts mehr auf Lager. Ich habe immer noch dieses Summen in meinen Ohren, aber ich sehe keine Fliegen hier. Nur dich. Du kannst mich ignorieren, wenn du willst, aber ich denke nicht daran, zu verschwinden. Wenn du glaubst, du hättest einen schlechten Tag, dann solltest du ihn mal mit meinem vergleichen. Bei Mojalsku... Ich meine bei der Gunst der Sechs. Gesegnet sei ihr Name. Wenn du mich endlich in Ruhe lässt, werde ich dir diese verdammten Gewürze geben. Und jetzt, bei der Liebe der Göttin und um meines Geisteszustandes willen, lass mich endlich in Frieden. Natürlich. Ich werde dich nicht nochmals belästigen. Danke. Sehr gut, wir haben die Gewürzmischung. Und damit zurück zum Gewürzhändler. Ah, es wäre so viel praktischer, wenn wir jetzt einfach gleich zum Journeyman Inn reingehen könnten. Almosen, Almosen für einen armen, alten, blinden. Du bist Bastard. Nicht blind. Ein Bastard schon, ja, da hast du recht. Aber du bist nur theoretisch blind. Und das ermächtigt dich eigentlich nicht dazu, hier betteln zu gehen und zu tun, als wärst du blind. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Nee. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Diesen wunderschönen Weg. Ach, die Laufwege in Adventures sind schon immer sehr, sehr nice, ja. Mir gefällt dieser blaue Himmel im Hintergrund. Das ist einfach schön. Und ein Ladebildschirm. Ja, zum Glück war der jetzt nicht allzu lang. Wir sind auch schon wieder da, zurück, ja, hier am Marktplatz oder was auch immer das ist. Hallo. Gewürze? Ja, geben. Hey, ich hab deine Gewürze. Das ist wundervoll. Fantastisch. Welche Gewürze? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Du hast mich gebeten, die Gewürze zu besorgen. Erinnerst du dich nicht? Ja, ja. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Mrs. Mullins Gewürze. Oh, du meine Güte. Danke, junge Lady. Es ist unbeschreiblich. Ist schon gut. Nun, was ist jetzt mit Ben Reams Bestellung? Wer? Ben Ream? Oh ja, ein Beutel von Mrs. Mullins Spezialgewürzen für den besten Würzwein in Markuria. Danke. Fantastisch, wunderbar. Genieße deinen Tag, junge Lady, und komm bald wieder. Geht klar, danke schön. Und zurück zu Ben Ream.
Wir haben die Gewürze und gleich kommen wir zum Wein. Und wenn wir den Wein haben, dann können wir den dem Bob geben. Und der Bob sagt uns endlich, wo die Magda ist. Magda, Magda, wir haben dich gleich, wir haben dich gleich. Nur noch ein bisschen laufen. Da vorne ist auch schon das Tor. Das haben wir doch in 0, nichts erreicht. Yeah, Tor, Tor. Hier sind wir, hier sind wir. Ich bin so verfroren, so hungrig, so blind. Du bist nicht blind, Junge. Also, du bist auch nicht mehr jung, aber es macht dir nichts. So. Sprechen mit Magda. Nicht Magda, Benjamin. Hallo? Was? Gewürze. Es war nicht ganz einfach, aber ich habe die Gewürze. Du warst lange weg, mein Kind. Hast du dich verirrt? Nein, aber ich habe viel umherlaufen müssen. Macht nichts, ich habe die Gewürze jedenfalls bekommen. Gut. Ein Kessel mit Rotwein steht in der Küche. Mische die Gewürze hinein und lass es eine Weile kochen. Dann hast du den Würzwein. Vielen Dank. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Nun, du sahst so aus, als könntest du alle Hilfe von mir gebrauchen, mein Kind. Okay, das ist gut. Dann machen wir das gleich mal. Wir sind ja schließlich selbstständig und können selber kochen. Das ist gar kein Problem für uns. Ah, wir nehmen erstmal eine Flasche. Die könnte noch nützlich werden. Es ist Rotwein, der in diesem Kessel kocht. Und jetzt hier richtig leckeren Würzwein. Der dürfte wahrscheinlich ganz ähnlich wie Glühwein sein. Boah, ich hätte jetzt so Lust auf Glühwein. Ich habe die Spezialgewürze von Mrs. Mullins in den Wein gegeben. Das sollte es dann sein. Würzwein. Sehr gut. Es ist ja auch bald wieder Weihnachten hier bei uns. Ah, und so ein schöner, heißer Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Ach, wer hätte den nicht gerne. Aber gut, bleiben wir mal im Spiel. Hier um die Ecke und dann haben wir es auch schon geschafft und dem guten Bob ein Wein spendiert. Kümmern Sie sich nicht um mich, guter Herr oder gute Frau. Ich bin nur ein armer, alter, blinder Bastard. Theoretisch, blinder Bob. Und habe nichts zu essen. Ja. Hier, Würzwein gemacht mit den Spezialgewürzen von Mrs. Mullins. Ah, der süße Duft von Mrs. Mullins rotem Riverwood. Gib ihn mir, Süße. Lass mich einen Schluck nehmen. Bei der Balance. Das hat ins Schwarze getroffen. Mitten hinein. Ich bin dir sehr dankbar, Süße. Du verdienst einen silbernen Stern im Buch vom blinden Bob. Bin ich aber froh, dass er dir schmeckt. Es war nicht leicht, etwas davon zu bekommen. Ohne die Reise ist die Belohnung nur halb so schön. Das ist ein alter Spruch hier in der Gegend. Er ist ebenso wahr, wie der Himmel grün ist. Grün? Hatte einen Unfall mit einem Chroma-Talisman, als ich ein kleiner Junge war. Jeden Morgen, wenn blinder Bob aufwacht, hat der Himmel eine andere Farbe. Heute ist er grün. Ah ja, okay, womit der schon alles Unfälle hatte, das ist ja unbeschreiblich. Aber hey, du hast doch was vergessen. Hallo da drüben. Almosen für einen Armen. Ah, du bist's. Welche wundervollen Nachrichten bringst du dieses Mal? Ich hätte gerne Informationen. Weißt du, wo ich Minstrel Magda finde? Oh, er kennt sie. Blinder Bob kennt sie. Er kennt sie gut. Eine schöne Lady. Sie macht die beste Salznusssuppe südlich des Lame Bastard Hill. Weißt du, wo sie heute ist? Sie ist immer unterwegs. Magda ist immer unterwegs. Hab sie hier eine Weile nicht gesehen. Du könntest versuchen, noch jemand anderen zu fragen, als den blinden Bob. Wen? Ich kenne niemanden in dieser Stadt. Nun, du könntest Glück haben, wenn du Crazy Clara fragst. Sie lebt oben bei Crab Band. Ja, dort lebt sie, bei Hangman's Span. In Sichtweite von Friar's Keep. Clara ist verrückter als eine Steckrübe. Aber sie hat auch die Augen eines Scoutwings. Sie weiß mehr, als sie sagt. Das werden wir uns auf jeden Fall mal angucken. Danke, Mr. Bob. Oh, nenn mich theoretischer. Wir sind doch jetzt Freunde, du und ich. Oh, theoretischer. Spenden Sie zum Wohle des armen Blinden. Ja,
Mein guter Theo, ne? Der Theo ist es. Machen wir uns mal auf und besuchen jetzt die Clara. Sie soll ja verrückter sein als eine Steckrübe. Wobei ich mir sicher bin, jeder ist verrückter als eine Steckrübe. So, zumal eine Steckrübe nicht verrückt sein kann. Das heißt, ich bin auch verrückter als eine Steckrübe. Und als Karotten. Und außerdem auch verrückter als Rosenkohl. Ja? Aber gut. Ladebildschirm. Ja, jetzt müssen wir sie nur noch finden. Also er hat da schon so ein paar Namen gesagt. Dieses Schild. Also wenn das keine Anspielung ist. Nein. Weiter geht's. Und das ist es auf jeden Fall auch nicht. Nein. Die Türen sind auch alle zu und man kann sie gar nicht benutzen. Clara, wo bist du? Da hinten war sie eigentlich auch nicht. Nee, vielleicht da hinten, wo es die Treppe hochgeht. Hier gibt's nichts zu sehen, Bürgerin. Vorwärts, beweg dich. Ah, da gibt's bestimmt was zu sehen. Vorwärts, beweg dich, Bürgerin. Dann gehen wir eben außen rum. Oh, guck mal, da hinten ist ein Käfig. Da sitzt irgendwas drin. Hier gibt's nichts zu sehen, Bürgerin. Vorwärts, beweg dich. Ja, nicht so unfreundlich. Okay, dann müssen wir es wohl irgendwo anders versuchen. Das lustige Viech, vielleicht weiß der ja, wo die ist. All die Händler und Waren vom Hafen kamen früher durch das Südtor herein. Heutzutage hat sich das zum neuen Hafen und zum Westtor verlagert. Aha, welch interessante Neuigkeit. Das musste ich jetzt unbedingt wissen. Aber stimmt, das Tor sieht nicht sonderlich, ja, oft benutzt aus. Ah, hier geht's noch durch. Okay, okay. Das hatte ich vorhin gar nicht gesehen, dass man hier noch durchgehen kann. Oh. Hier sieht's aber nicht so hübsch aus. Die Türen und Fenster sind alle versperrt oder mit Brettern vernagelt. Lebt hier noch jemand? Das ist anscheinend so richtig das Armenviertel hier hinten. Und guckt mal, wer da sitzt. Hallo, bist du die Clara? Hallo, bist du Crazy? Bist du vielleicht Clara? Du bist ein böses Mädchen, Clara. Du musst bestraft werden. Mein Baby. Mein Baby. Fort. 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 Was ist denn ihr Baby und die Arme? Was ist deinem Baby passiert? Bist du ein spukender Geist? Baumelst du? Gib dich niemals mit Geistern ab, Clara. Sie können deine Seele fressen. Ich bin ziemlich sicher, dass ich kein spukender Geist bin. Aber du baumelst. Tue ich das? Ich weiß es wirklich nicht. Baumeln an ihrem Hals. Das tun die Mörder. Sei immer brav, Clara. Oder du baumelst auch. Und dann wirst du zu einem herumspukenden Geist. Oh nein, ich baumel nicht. Ich bin springlebendig. Siehst du? Ah! Oh. Nein! Clara war böse. Sie muss bestraft werden. Nein, bitte nicht. Es brennt so. Hübsches Ding. Hübsches Ding. Aufhören. Bitte aufhören. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich wollte dich nicht. Bist du in Ordnung? Mein Baby. Mein wunderschönes Baby. Fort. Ganz fort. Schlaf nun, mein Liebling. Morgen wird alles wieder gut sein. Es tut mir leid, meine Blume. Es tut mir leid. Ich wollte dir nicht wehtun, Clara. Du hast etwas verloren? Oder jemanden? Mein Baby. Ja, diesen Teil habe ich verstanden. Dein Baby. Ist es ein Kind? Ein Haustier? Westerlinge haben ihn in einem Netz gefangen, wie einen Schmetterling. Das ist illegal, ja? Wir können das jetzt nicht haben, oder? Haben ihn gleich eingesperrt. Wir passen auf ihn auf, bringen ihn für dich schlafen. Hübsches Ding, armes Ding, mein Baby. Also dein Haustier. Ein Hund? Eine Katze?
Ich denke, in dieser Welt muss es seltsamere Haustiere geben. Ist nicht seltsam. Bester Freund, wirst niemals Freunde haben. Bist schlecht! Nein, bitte nicht, mein Freund! Du sagtest, die Westerlinge hätten ihn entführt. Wer sind die Westerlinge? Das Ghetto ist geschlossen. Tritt zurück! Was hast du da? Gib uns das Ding, und zwar jetzt! Die Soldaten haben dein Haustier? Was haben sie mit ihm gemacht? Wir kümmern uns um ihn. Ja, das werden wir. Fort, aber so nah. So nah. Kann ihn noch hören, meinen Schatz. Hör ihn weinen. Soll ich dein Baby für dich zurückholen? Meinem Baby helfen? Ja, falls ich kann. Ich werde es versuchen. Weißt du, wo es ist? Eingesperrt. Wie das Funkeln in einem Diamant. Er kommt heim zu Mami. Heim. Nie mehr wieder. Nie, nie mehr. Sag nicht so etwas. Wir werden es finden, okay? Ja, wir werden es finden, auf jeden Fall. Wir bringen ihr Baby zurück. Nochmals hallo, Clara. Mein Baby? Noch nicht, aber ich versuche mein Bestes, okay? Ich will nicht, dass du dein Bestes versuchst, Clara. Ich möchte, dass du dein Bestes tust. Fort, fort, fort! Ja, sie ist wirklich so ein bisschen verrückt. Aber ja, bevor wir ihr jetzt wirklich helfen, gucken wir uns erstmal um. Natürlich, was sonst? Und zwar hier nach oben. Das da drüben scheint eine Art Friedhof zu sein. Dann müsste das dort eigentlich eine Kirche? Das sieht nicht aus wie eine Kirche. Dieser Turm wirkt bedrohlich. Ich gehe dort nicht hinein. Ein Rohr? Ich habe das Gefühl, da müssen wir später nochmal hin. Okay. Hier kommen wir runter. Aha. Das wird wohl auch nochmal von Bedeutung sein. Allerdings, jetzt können wir da noch gar nichts ausrichten. Okay. Dann gehen wir doch mal wieder zurück und besorgen der Clara ihr Baby. Damit sie wieder glücklich ist und uns sagt, wo die Magda ist. Damit wir endlich unser Ziel erreichen. Denn Soyim will ja wieder nach Hause. So, alles gut, Clara. Ich bring dir dein Baby wieder. Es ist wirklich trostlos hier. Echt nicht schön mit diesen ganzen zerfallenen Häusern. Ob da überhaupt noch jemand wohnt oder ob das alles verlassen ist. Okay, der Typ, der da vorne vom Eingang stand, ist jetzt weg. Das ist ganz gut. Hey, du kannst hier nicht hinein. Oh. Na gut, dann müssen wir... ich habe eine Idee. Genau, Viech, bleib mal stehen. Perfekt. Das muss das Haustier von Crazy Clara sein. Das ist aber wirklich süß. Oh, komm, wir befreien's. Och Gott. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Chinchilla. Oh, Chaos. Sehr gut. Ja, so eine Mischung aus Chinchilla, Eichhörnchen, Katze und vielleicht noch Kaninchen. Auf jeden Fall ein ganz, ganz komisches Tier. Ich habe nichts zu verkaufen, schreie aber trotzdem. Das wissen wir schon. Okay, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Komm, Clara, komm, wir bringen dir dein kleines Baby zurück. Obwohl du so komisch verrückt bist, aber irgendwie auch liebenswert. Schau mal. Ich sehe, du hast dein Baby zurück. In Sicherheit jetzt. Wir sind glücklich. So, so glücklich. Da bin ich aber froh. Hör mal, ich suche Minstrel Magda. Weißt du, wo sie ist? Magda? Wo ist Magda? Genau, das will ich wissen. Bitte, kannst du dich für einen Moment konzentrieren? Ich muss unbedingt Minstrel Magda finden. Eine Schale Suppe, Clara? Sagt die Suppendame.
Oh ja, bitte. Hier hast du. Salznusssuppe. Unsere Liebste. Was meinst du? Oh, eine Suppenlady wie in einer Suppenküche. Sie betreibt eine Suppenküche? Suppe! Suppe für die Armen und die Obdachlosen. Warm und dick, mit Bohnen und Karotten drin. Und nicht nur Bohnen und Karotten, sondern auch seltsame Klumpen. Wo ist Magdas Suppenküche? Ich gehe jeden Morgen dorthin, um mir meine Suppe zu holen, ja? Sie ist nett, ja, das ist sie, die Suppenlady. Du fragst sie nett. Ich bin sicher, sie gibt dir auch eine Suppe. Dorthin? Wo? Zum Markt? Wir sind gleich unten an der Straße, Clara. Am Markt, am Südtor. Von Sonnenaufgang bis Mittag. Jeden Tag. Kannst immer kommen, verstehst du? Ja, das stimmt. Die Suppenküche. Ich bin daran vorbeigegangen. Danke, Clara. Pass gut auf dein Baby auf, ja? Es ist wirklich süß. Sag leb wohl, Kleines. Sag leb wohl. Perfekt. Jetzt wissen wir auch schon, wo die Magda ist. Und wir sind tatsächlich schon 100 Mal an ihr vorbeigelaufen, haben sie aber irgendwie nie wirklich gesehen. Da hätten wir uns den ganzen Aufwasch ja sparen können, wenn wir es gewusst hätten und einfach direkt zu ihr gegangen wären. Aber naja, hallo. Hallo Magda. Guten Morgen, Liebes. Du siehst hungrig aus. Möchtest du etwas Suppe? Alle Gewinne stecken wir in unseren Zufluchtsort. Wir schützen und versorgen die Heimatlosen und die Mittellosen. Nein, du bist doch Magda, oder? Nein, danke. Bist du Minstrel Magda? Psst, nicht so laut. Es gibt hier überall Ohren. Wer bist du? Was willst du? Ich suche nach Minstrel Magda. Ich kenne keine Minstrel Magda. Hier gibt's keine Minstrel in dieser Stadt. Nicht mehr. Aber mir wurde gesagt, dass du Minstrel... Wie ich sagte, es gibt so jemanden nicht. Ich wusste das nicht. Ich weiß eigentlich gar nichts. Mir wurde nur gesagt, dass Magda mir helfen könnte. Und wer bitte sagte dir das? Das war die Benree. Ach, genau, die Benree, die Gastwirtin. Ja? Die Gastwirtin vom Journeyman. Oh, und wer sollte das sein? Die Benree. Oh, nein, nicht... Ihr Name ist Benim Salrin. Scheiße, verklickt. Wenn du dich dafür entscheidest, Lügen zu erzählen, dann mach es richtig. Nein! Das ist nicht der Name der Gastwirtin. Tut mir leid. Bitte, ich lüge nicht. Ich traf sie diesen Morgen. Sie sagte mir, dass ich mit Magda sprechen soll. Und warum sollte sie so etwas sagen? Weil ich nicht von hier bin und Hilfe brauche. Jeder kann das sehen. Du stichst wie eine Küchenschabe aus einem Mehlsack hervor. Das ist eine sehr gefährliche Sache, die du tust. Nun gut, ich werde tun, was ich kann, um dir zu helfen. Du wirst es bestimmt brauchen. Ich bin Magda. Nur Magda, merke es dir. Das oder Madam. Keine Titel, keine Ehrennamen. Ich verstehe nicht, warum Benree dir das nicht sagte. Oh, und noch etwas. Du wärest gut beraten, wenn du dich an die Namen derer erinnern würdest, die dir in Zukunft helfen. Tut mir leid. Ja, werde ich, danke. Wirklich, das war ein Versehen. Ich habe mich verklickt. Ich weiß doch, dass sie Benree heißt. Aber wir brauchen ja noch Hilfe. Warum sagte die Gastwirtin zu mir, dass ich zu dir gehen soll? Wahrscheinlich deswegen, weil ich den Reisenden vor dir auch geholfen habe. Aber die Zeiten haben sich geändert. Makuria ist ein sehr gefährlicher Ort für Leute wie dich geworden. Für mich auch. Aber ich bin von hier, du nicht. Denkst du das? Ich möchte nach Hause. Und das solltest du eilig tun. Es gibt hier kein Abenteuer mehr zu erleben. Nicht mehr. Gibt es nichts, was du für mich tun kannst? Wie ich schon sagte, ich werde dir mit allen Fragen, die du hast, helfen. Und ich werde dir die richtige Richtung weisen. Aber das ist alles, was ich tun kann. Okay. Und wie ist es mit dem Namen? Oder nach Hause? Nach Hause, ich möchte nach Hause. Aber erst den Namen. Warum kann ich dich nicht bei deinem vollen Namen nennen?
Minstrom ist kein Name. Es ist ein Titel, den ich trug, bevor die Azadi den Sentinel aus der Stadt verbannt haben. Und das ist eine Position, die ich nicht mehr innehabe. Sie gehört der Vergangenheit an, und ich möchte hier nicht mehr darüber sprechen. Die Wände haben Ohren. Oh, okay, das heißt, wir werden belauscht. Wer sind die Azadi? Sie sind unsere Beschützer und unsere Gäste. Sie halfen vor 10 Jahren, Makuria von den Armeen der Tyrant zu befreien. Und dann entschieden sie sich, zu bleiben. Dann ist die Stadt unter Besetzung? Keineswegs. Du würdest gut daran tun, von den Azadi nicht schlecht zu sprechen. Sie sind hier, um die Nordländer zu einen und Namen ihrer Göttin zu konvertieren. Und sie sind sehr speziell in ihrem Glauben. Das lässt einem hübsch wenig Raum für andere Ideen. Aber das ist alles, was ich dir erzählen werde. Ich würde dieses Thema vergessen, wenn ich du wäre. Na schön, dann reden wir nicht mehr drüber. Wie ist es mit April eigentlich? Kennst du jemanden mit dem Namen April Ryan? April? Es ist möglich, dass ich den Namen schon mal gehört habe. Was ist mit ihr? Ich weiß nicht, ich muss sie finden. Wir haben etwas gemeinsam und ich denke, sie ist in Schwierigkeiten. Und du hast vor, sie zu retten? Wie willst du das anstellen? Ich weiß das auch nicht genau. Ich muss sie jedenfalls finden. Nun, es tut mir leid, aber ich kann dir bei dieser Angelegenheit nicht helfen. Das ist wirklich schade. Aber wir möchten auf jeden Fall wieder nach Hause. Kannst du mir helfen, in meine Welt zurückzukommen? Nein, das kann ich nicht. Das ist zu gefährlich. Aber ich kann dich in die Richtung von jemandem schicken, der dir helfen könnte. Du wirst nach Old Town gehen müssen. Sie nennen es heutzutage das magische Ghetto. Nachdem unsere Beschützer die Mauer wieder aufgebaut haben. Der Eingang zum Ghetto ist auf der anderen Seite des Platzes. Das Tor ist gewöhnlich offen, aber im Moment machen die Soldaten eine Razzia. Du wirst warten müssen, bis sie das Tor wieder öffnen. Wohin muss ich gehen, sobald ich drin bin? Suche dir einen Meister des magischen Handwerks. Ein Meister der Magie könnte imstande sein, dir zu helfen, dein schlummerndes Talent zu wecken und ein Tor zu öffnen. Aber sei vorsichtig. Wenn die Azadi von deiner Herkunft und deinen Kräften erfahren sollten, kennen sie keine Gnade. Sie würden dich verschleppen und dich vor Gericht stellen. Sie fürchten die Magie, diese Fremden. Sie tun alles, um jeden zu kontrollieren, der sie benutzt. Und ich fürchte, dass sie in ihren Bemühungen erfolgreich sein werden. Ich sagte schon, du hättest eine bessere Chance, nach Hause zu kommen, wenn du nach Old Town gehst. Wie war das mit diesem Ghetto eigentlich? Was ist das magische Ghetto? Es wurde Old Town genannt. Die älteste Nachbarschaft in Makuria. Jetzt ist es ein getarntes Gefängnis. Alle Magischen in Makuria sind hinter diesen Mauern verschwunden, um sie vor den Menschen zu schützen. Nachts werden die Tore geschlossen. Und es gibt häufig Razzien. Häuser werden auf den Kopf gestellt. Gute, ehrliche Leute werden eingesperrt und... Und was? Sie werden weggesperrt. Und niemals wieder werden sie gesehen. Die Azadi nennen sie Terroristen. Aber sie sind einfache Leute. Ladenbesitzer, Schneider oder Dichter. Die einzigen Terroristen sind hier... Ach, aber nein. Sprechen wir nicht schlecht von den Azadi. Sie haben so viel für uns getan. Nee, die Azadi sind doch doof. Guck mal, die besetzen euch einfach. Um nach Hause zu kommen, muss ich in das magische Ghetto gehen? Nach Old Town, ja.
Aber du wirst warten müssen, bis die Razzia vorüber ist. Na schön. Danke. Dankeschön. Sei vorsichtig. Gehe den Azadi-Soldaten aus dem Weg. Wenn sie merken, woher du kommst. Ich werde vorsichtig sein. Auf Wiedersehen. Psst. Hey. Oh, da ist er ja wieder. Der Prin. Okay, was will der jetzt von uns? Was willst du? Ich hörte, dass du einen Weg ins Ghetto suchst. Wer sagte dir das? Warte, warst du heute Morgen nicht an diesem Gasthof? Nicht hier. Hier sind überall Soldaten. Folge mir. Ich folge dir doch nicht überall hin. Aber ich kann dir den Weg ins Ghetto zeigen. Warte mal eine Minute. Wer bist du? Mein Name ist Wurm. Wurm? Das suggeriert nicht gerade Vertrauen. Was meinst du damit? Woher soll ich wissen, dass ich dir vertrauen kann? Als du zum Gasthof zurückkamst, hörte ich dich den Namen April Ryan sagen. Du kennst sie? Ich weiß, wie man sich mit ihr in Verbindung setzt. Das weißt du? Wie denn? Du wirst mir vertrauen müssen. Wenn du mich beim Gastwirt belauscht hast, dann weißt du, dass ich nicht von hier bin. Ich kann doch nicht jedem Fremden, den ich auf der Straße treffe, folgen. Ich meine, woher weiß ich, dass du mich nicht gleich in eine dunkle Ecke zerrst, mich zusammenschlägst, mich fesselst und dann in irgendeinen Keller verschleppst? Ich verspreche, dass ich dich nicht in einen Keller verschleppen werde. Außerdem, welche Wahl hast du? Du sitzt hier fest, stimmt's? Ich bin der Einzige, der dich zu April bringen kann. Sie ist doch diejenige, zu der du willst, oder? Okay, gut. Ich habe so gut wie keine andere Wahl. Aber wenn du mich anlügst, werde ich schreien. Und ich kann ziemlich laut schreien. Ich bin sicher, dass du das kannst. Ich verspreche dir, kein Keller. Los, komm mit. Ich vertraue ihm nicht wirklich. Außerdem, wenn er uns in keinen Keller verschleppt... Komm, beeil dich! Wir wollen doch nicht, dass uns jemand folgt. Dann vielleicht in den Dachboden oder so. Bleib nahe bei mir. Da ist es. Wir sind fast da. Nur noch um die Ecke. Oh, wirklich, das ist die Sackgasse. Wir kennen das doch. Oh, nee, das geht nicht gut. Jetzt! Das war so klar. Vorsicht, Chuan! Sie ist ein Schreihals! Raven wird zufrieden sein, dass wir uns eine Spionin geschnappt haben. Wir sind aber keine Spione. Ich fragte nach dir. Da gibt es keinen Zweifel. Sie ist eine Spionin. Sie sieht nicht aus wie eine Azadi. Will das was heißen? Du weißt es nicht und du kannst niemandem trauen. Lass sie uns loswerden. Bryn. Alles, was ich sage, ist, lassen wir es lieber nicht darauf ankommen. Sie hat vielleicht einen Verfolgerzauberspruch anhaften. Ich habe etwas entdeckt. Es gibt etwas Seltsames an ihr, aber keine Magie. Seltsam? Was habe ich dir gesagt? Sie ist eine Spionin, ganz recht. Komm, lass mich... Still. Ich werde mit ihr sprechen. April. Allein. Was? Warum? Bryn, lass mich nicht meine Geduld mit dir verlieren. Du musst mir vertrauen. Aber... Bryn, komm jetzt. Gut, gut. Aber sag nachher nicht. Ich hätte dich nicht gewarnt. Warum stellst du Fragen über mich? Wo bin ich? Wer seid ihr? Ich stelle hier jetzt die Fragen. Warte, du bist April, nicht wahr? Ich kenne dich von dem Bild. Was? Welches Bild? Ein Bild von dir und deinen Freunden, Charlie und Emma. Ich war in deinem alten Zimmer im Victory. Im Borderhaus in Newport. Charlie erzählte mir von dir, dass du verschwunden bist und dass... Langsam. Du kennst Charlie und Emma? Wie ist das? Wie geht es ihnen? Ich traf sie im The Fringe. In der realen Welt oder wie auch immer du es nennst. Stark. Dann muss ich wohl nicht annehmen, dass du eine Spionin bist. Ich weiß nicht, wie ich hierher geraten bin. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich im The Fringe war. Ich ging die Treppe hoch, um jemanden anzurufen, und dann war alles schwarz. Als ich aufwachte, war ich an diesem fremden Ort, in einer unterirdischen Stadt. Und da waren diese Wesen. Ich musste mit ihnen kämpfen, und die ganze Zeit sagte ich zu mir selbst, es ist nur ein Traum, Zoe, nur ein Traum, außer... Es sei denn, es ist kein Traum. Ich kenne das Gefühl. Zuerst, als ich hierher kam, weigerte ich mich zu glauben, was meine Augen sahen und meine Ohren hörten. Aber du lernst, die Wahrheit zu akzeptieren. Du bist eine Reisende.
Du bist zwischen zwei Welten gereist. Du bist in Arcadia. Eine Reisende? Ist es das, was Ben Reem und Minstrel Magda mir erzählten? Was ist eine Reisende? Es würde zu lange dauern, dir das zu erklären. Du bist etwas ganz Besonderes. Wie wäre das? Du kannst zwischen Welten reisen. Reisen? Und wie komme ich in unsere Welt zurück? Deine Welt, nicht meine. Du tust es einfach. Wenn du es einmal gelernt hast, ist es wie Blinzeln. Mit deinen Gedanken. Aber ich kann mich überhaupt nicht erinnern, wie ich an diesen Ort gelangt bin. Bei den ersten paar Malen ist es ziemlich schwer. Es ist einfacher, wenn du schläfst. Ich habe nicht geschlafen. Wenigstens denke ich das. Es ist alles so verschwommen. Ich bin sicher, du bekommst es noch heraus. Wie ist dein Name? Zoe. Schau mal, Zoe. Ich würde dich gehen lassen. Aber ich will nicht, dass du herumläufst und Fragen stellst, die Aufmerksamkeit auf dich lenken. Wir werden dich irgendwo hinbringen müssen. In Sicherheit. Bis du deinen Weg selbst findest und nach Stark zurückkehren kannst. Nein. Nein, ich bin jetzt hier und ich brauche deine Hilfe. Was? Warum? Es gab ein Ereignis in der realen Welt, in meiner Welt. Und ich denke, dass du irgendwie damit in Verbindung stehst. Ich habe diese fremdartige Nachricht empfangen. Wie eine, ich weiß nicht, eine Vision, die durch das Netz übertragen wurde. Ich sah eine schneebedeckte Landschaft mit einem gruseligen schwarzen Haus, das wie ein Puppenhaus aussah. Und ein kleines Mädchen. Finde April Ryan, sagte sie. Rette sie. Immer und immer wieder. Du hast das empfangen? Wie? Durch Träume? Nein, nein, auf Bildschirmen. Es war wie eine Art von statischer Interferenz. Was bedeutet das? Frag mich nicht. Mich muss niemand retten. Du hast die falsche Frau erwischt. Das glaube ich nicht. Dieses Mädchen, sie brachte mich zu deinem Zimmer, wo ich das Bild fand. Das kann kein Zufall sein. Kein Zufall? Bist du davon wirklich überzeugt? Weißt du, Stark ist nicht mehr meine Welt. Du hast ein Problem. Also musst du es lösen. Das ist es, was auch ich tun musste. Ich habe genug davon, die Welt zu retten. Such dir jemand anderen. Aber... Ich helfe dir, zurückzugelangen. Entweder das, oder wir sperren dich irgendwo ein, wo du herausfinden kannst, wie du deine Kräfte gebrauchen musst. Und was sage ich deinen Freunden? Sag ihnen, was du willst. Die April Ryan, die sie kannten, ist tot. Ich bin nicht mehr Teil ihrer Welt. Also wirst du mir nicht helfen. Du willst gar nicht wissen, warum ich nach wie vor diese Botschaften über dich bekomme. Was, wenn sich irgendetwas Großes zusammenbraut und... Wie ich schon sagte, das ist nicht mein Problem. Ich habe meine Rolle bereits gespielt. Lass mich einfach in Ruhe. Also, willst du nun zurück oder nicht? Natürlich. Natürlich will ich das. Gut. Ich sagte es bereits. Falls das nicht klappt, müssen wir eine andere Lösung finden. Wir werden dich in Hypnose versetzen und den Teil deines Unterbewusstseins öffnen, der deine Fähigkeit zu reisen kontrolliert. Leg dich auf dieses Bett. Ich bin gleich wieder da. Okay. Was hast du vor? Es gibt einen Teil in dir, der weiß, wie das Reisen funktioniert. Ich werde dir helfen, dich daran zu erinnern, was du noch nicht gelernt hast. Und ich werde wieder nach Newport zurückgelangen? Dafür gibt es keine Garantie. Vielleicht kommst du an einem anderen Ort heraus. Versuche, dich auf einen vertrauten Ort zu konzentrieren. Einen, wo du sicher bist. Also wirst du mir nicht helfen. Du brauchst meine Hilfe nicht. Lieg still. Wovon redet sie da? Etwas geht vor sich daheim in unserer Welt. Ein guter Freund von mir ist verschwunden und... Und davon darfst du nichts erzählen. Oder ist es dir lieber, dass wir dich einsperren? Und ich glaube, April könnte mir helfen, herauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Und warum? Warum also willst du mir nicht helfen? Weil ich schon genug Ärger in meinem Leben habe. Weil wir einen Krieg kämpfen. Und weil ich fertig bin mit deiner Welt. Hör mal, das hier ist deine letzte Chance. Schließe deine Augen. Atme langsam. Rede nicht. Hör nur auf Naanes Stimme. Nea Aman. Eana. Höre auf meine Stimme.
Lass sie auf dich wirken, in die geheimsten Orte deines Geistes hinein. Anean, Eanan, Ayanan. Ich fühle überhaupt nichts. Was soll eigentlich... Huch! Was ist gerade passiert? Ich weiß nicht, April Ahn. Sie hat keine Passage geöffnet. Und ihre Kleidung. Sie ist noch hier. Und wohin ist sie verschwunden? Ich weiß nicht. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es ist fast, als ob sie eine Rauchwolke wäre, die durch den Wind fortgeblasen wurde. Ist sie tot? Ich kann es nicht sagen. Ich kann sie in dieser Welt nicht spüren. Aber ich denke nicht, dass dieses Mädchen eine Reisende ist. Dann, was ist sie? Und wohin ist sie verschwunden? Das frage ich mich aber auch. Zoe, wo bist du? Lebst du noch? Und wo sind wir jetzt? Offenbar wieder ganz woanders, denn... Aha. Heiße Typen. Oh, wir sind jetzt ein Typ, okay. Und müssen offenbar kämpfen. Das ist nicht so gut, nie. Los, hau zu. Nicht so. Ja, so ist schon besser. Nein. Ah, nein. Oje. Wie sollen wir da gewinnen? Los, komm schon. Mach mal einen richtigen, gescheiten Hieb hier. Und nochmal. Nein, nicht du, der andere. Also ich... Nee, so geht es doch nicht. Ihr Jungs werdet eines Tages Krieger sein. Okay. Und noch einmal. Oh, gut. Nein, falsche Richtung. Nochmal daneben. Also irgendwie trifft er gar nicht. Nee. Ja, schon besser. Mit dem Fuß und mit dem Fuß. Ja. Okay. Ja, das ging ganz gut. Doch. Ja. Noch einer. Dich machen wir auch fertig. Pass auf. Erst ein bisschen außenrum tänzeln und jetzt... Nee, so läuft es nicht gut. Falscher Typ. Nee. Ich denke, das hier dürfte wohl unser dritter Hauptcharakter sein, den wir in Dreamfall spielen werden. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was genau aus ihm wird und wer er ist. Und wir haben gewonnen. Yeah. Sehr gut. Und wer genau ist, das schauen wir uns in der nächsten Folge genauer an. Bis dahin. Tschüss.